Ich werde häufig gefragt, was der effektivste Weg ist, um abzunehmen, schnell abzunehmen und das auch langfristig zu halten. Nach dem Intro erkläre ich dir meine Antwort darauf. Bleib dran. Also, die Frage, wie man am effektivsten und am schnellsten abnehmen kann, wird mir immer wieder herangetragen. Ich bin Personal Trainer seit 20 Jahren. Mit zahlreichen guten Erfolgen und meine Antwort ist immer wieder dieselbe. Und zwar geht es darum, dass du Muskelmasse entwickelst, wenn du abnehmen willst. Das heißt, du musst Muskeln aufbauen, um abzunehmen. Hört sich vielleicht ein bisschen paradox für dich an. Eventuell kennst du die Hauptstrategien, die über Jahre lang immer wieder publiziert wurden, wo man sagt, okay, wenn du abnehmen willst, musst du laufen gehen, musst du Fahrrad fahren, schwimmen gehen, ja, also Cardio-Training machen, weil man damit halt den Fettstoffwechsel aktiviert. Mein Ansatz ist ein völlig anderer, denn ich setze auf eine nachhaltige Beschleunigung des Stoffwechsels. Wieso? Ich kann dir das mal kurz hier demonstrieren oder aufschreiben, weshalb das so ist. Da gibt es eine ganz gute Zahl. Also stell dir vor, 1 Kilo Muskelmasse, ja, also 1 Kilo Muskeln, verbrauchen am Tag im Ruhezustand, also wenn du zum Beispiel sitzen würdest, ja, also gar nicht groß dich bewegst, circa 75 Kalorien. Im Vergleich dazu, 1 Kilo Fett, musst du dir vorstellen auch, ja, also 1 Kilo Fett verbraucht am Tag im Ruhezustand 4 Kalorien. Das heißt, wenn du Muskelmasse zulegst und Muskeln aufbaust, kannst du deinen Energieumsatz auch im Ruhezustand enorm anheben. Und darum geht es letzten Endes beim Abnehmen, dass du mehr Energie verbrauchst, als du zu dir nimmst, also als du zum Beispiel isst. Ja? Und das lässt sich also durch Muskeln hervorragend machen. Ein super Nebeneffekt ist, dass Muskeln also Pause brauchen, um sich zu entwickeln. Also wenn man trainiert, braucht man Pausen, um die Muskeln wachsen zu lassen. Ja? Das hat also diesen positiven Vorteil, dass du also gar nicht so oft trainieren musst. Ich hatte vor vielen Jahren eine Klientin, mit der ich sehr viele Jahre auch zusammengearbeitet habe, die kam seinerzeit zu mir und hatte das Problem, dass sie 6-mal die Woche in ein Fitnessstudio gelaufen ist und jeweils für 1,5 Stunden auf den Stepper gegangen ist, beziehungsweise aufs Fahrradergometer, Laufband etc. Ja, also die hat 1,5 Stunden Cardiotraining 6-mal die Woche gemacht. Aber so richtig wollte bei ihr nichts passieren. Und dann haben wir also begonnen mit dem Training, ich habe sie betreut. Und wir haben also gemeinsam 2-mal in der Woche Krafttraining gemacht. Das heißt, wir haben uns um ihre Muskelmasse gekümmert. Und sie selbst hat noch 1-mal separat Cardiotraining gemacht. Aber nicht 1,5 Stunden, sondern höchstens 40 Minuten. Und das Ergebnis war, dass sie innerhalb von kurzer Zeit, ohne große Ernährungsumstellungen, minimale Anpassungen, 10 Kilo abgenommen hat. Und das war natürlich ein ideales Ergebnis für sie, weil sie hat zum einen ihr Ergebnis erreicht, sie hat abgenommen und sie hat als super Nebeneffekt hat sie ihren Trainingsaufwand halbiert. Ja, und das ist ja auch ganz entscheidend. Es nützt ja nichts, wenn man jetzt hier wenn man sich einen Trainingsplan vornimmt für 5-mal die Woche und hält ihn dann 1 Woche durch und dann ist das Ding gegessen. Ja? Und darum kann ich dir nur empfehlen, setze auf Muskelmasse. Dadurch kannst du den Stoffwechsel nachhaltig beeinflussen. Auch noch mal kurz eine kurze Erklärung. Also du brauchst also beim Training natürlich die Energie, ja. Hier reden wir mal hier von unserer Energiemenge. Also beim Training wird Energie benötigt. Also wenn du Krafttraining machst zum Beispiel, wenn du Klimmzüge machen würdest, Kniebeugen oder Bankdrücken oder wie auch immer. Da gibt es ja, ist ja eine sehr komplexe Thematik, ja. Dann hast du natürlich nach dem Training einen Energiebedarf, denn
beim Training werden ja die Energiereserven verbraucht, beziehungsweise wird die Muskulatur beim Training so gereizt, dass sie leicht beschädigt wird, um dann in der anschließenden Pause besser zu werden, sich wieder aufzubauen, sich zu regenerieren und stärker zu werden als vor dem Training. Und für diesen Prozess der Pause, der Regeneration, nach dem Training wird Energie benötigt und das nicht wenig. Ja? Man geht sogar davon aus, dass also innerhalb von 4 Stunden nach dem Training, direkt nach dem Training, der Energiebedarf sehr hoch ist und die Möglichkeiten des Körpers, diese Nährstoffe, was weiß ich, Eiweiß zum Beispiel und Kohlenhydrate, sehr effektiv für den Muskelaufbau zu verwenden und in die Muskelzellen zu transportieren. Ja, also nach dem Training ist der Energiebedarf auch sehr hoch. Und es gibt natürlich noch den Punkt, dass Energie benötigt wird für den Erhalt der Muskelmasse. Ja, das heißt, du könntest durchaus auch locker 1, 2, 3, vielleicht sogar auch 4 Wochen mal gar nicht trainieren und trotzdem ist dein Energieumsatz immer noch sehr hoch. Und das eröffnet natürlich unheimlich gute Möglichkeiten für die praktische Umsetzung im Alltag. Ja, das heißt jetzt nicht, dass man einmal trainieren geht und 4 Wochen dann wieder nichts. So, man sollte schon eine gewisse, Konstanz reinbringen von idealerweise 2 Trainings pro Woche, was mein Konzept betrifft. Das ist also so konzipiert, dass man also wirklich mit 2 Wochen Training, mit 2 Trainings pro Woche wirklich ein deutliches Resultat herbeiführen kann, also den Stoffwechsel deutlich beschleunigt. Es gibt sogar auch die Möglichkeit, dass man mit 1 Training pro Woche klarkommt. Und da muss man dann allerdings bei der Ernährung ein bisschen, noch ein bisschen härter darauf achten. Aber 2-mal die Woche ist ein ideales Fenster. Auch wenn es jetzt den einen oder anderen Experten gibt, der sagt, 2-mal die Woche, was soll denn das für ein Programm sein? Ja, ist es. Hat sich bewährt. Ich habe auch in zahlreichen Fernsehprojekten das immer wieder unter Beweis gestellt. Beispielsweise bei Stern TV, wie wir in kurzer Zeit, also mit Henry zum Beispiel, wie wir ihn da um 20 Kilo erleichtert haben. Und er war also danach wirklich ein anderer Mensch. Und das Schöne ist, durch diese Stoffwechselbeschleunigung, durch Muskelmasse, gerätst du also auch nicht in diesen Trainingsstress. Ja? Okay, das war mir wichtig, dir das kurz zu erklären. Ich hoffe, du hast das verstanden. Wenn du irgendeine Frage dazu hast zum Thema Stoffwechselbeschleunigung, Muskelmasse aufbauen, um damit abzunehmen, dann schreibt das bitte einfach hier unter unsere Kommentarspalte. Ich antworte da sehr gerne drauf. Wenn ich dir helfen kann, freut mich das. Und ich wünsche dir viel Erfolg, dich damit mal zu befassen.